Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Ja, wir haben ja hier so ein paar neue Sachen, zum Beispiel die Lilith. Wobei das ja schon ein bisschen ein Zungenpresser ist, die Lilith. Ja, die Herzchen finde ich auch ganz nett und überhaupt, ich meine, obwohl sie nett und hübsch aussieht, muss man sie ja trotzdem als böses Monster leider abschlachten. Ja, ansonsten gibt es hier mal wieder einen neuen War und es gibt hier, ups, das ist, wenn man mit dem Mausrad arbeitet, gibt es dann hier nochmal so eine schöne kleine Aktion, wo man sich praktisch immer Energie für die Gilde erkaufen kann, um es mal so auszudrücken. Ja, ich war jetzt hier gerade nicht dran. So. Ja, die Lilith. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, aber wir gehen einfach mal. Ach, wir könnten ja mal gucken, brauchen wir denn hier noch was Himmellose? Machen wir das doch mal. Ja, weiter und los geht's. Ja, die Lilith. Endlich mal wieder eine Feuer-Wasser-Armor? Oder war es eine Feuer-Mystik? Verdammt. Ich bin gerade etwas verwirrt. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ich habe das heute Morgen mehr oder weniger im Halbschlaf vor der Arbeit, habe ich ein paar Mal gegen die gekämpft, aber hatte bis jetzt halt auch noch nicht wirklich Zeit, nochmal dran zu gehen. Eine Feuer-Wasser, genau. Das Problem, meines Wissens nach, haben wir im Augenblick noch keine Feuer-Wasser-Epic, die wir fusionieren können. Dementsprechend ist diese Feuer-Wasser-Rüstung, wenn wir sie in der Plus-Version craften, wobei ich jetzt die Werte gerade schon wieder weggeklickt habe, natürlich einfach wichtig und wertvoll und gut, ja. Wobei hier meine Centurion Plus, oh, schon wieder Energie. Sehr schön. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, ja. Ist natürlich eine Sache, die man sich überlegen muss. Weil Feuer, Wasser kann man immer gut gebrauchen. Mystic Feuer gibt es ja mittlerweile doch einige Rüstungen. Und vor allen Dingen halt auch epische Rüstungen, wo man halt einfach ein gutes Mittel dagegen braucht. Und wenn man dann wirklich eine 70er Plus Rüstung hier von der Lilith in der Hinterhand habt, dann ist das natürlich schon mal nicht schlecht. Aber gut. Das mal so weit zu dem Plan, den man da so haben könnte oder haben sollte oder wie auch immer. Die Werte kommen jetzt gleich, da kommen sie. Also sie hat in der Plus-Version 1525 auf Angriff und 1493 auf Verteidigung. Ist damit auch wieder in der Quersumme über den 3000. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Dafür, dass man sie nur auf Level 70 bringen muss, nicht auf Level 99, was ja immer nochmal eine Stange mehr kostet und vor allen Dingen auch ein bisschen anstrengender ist. Und ich bin am Überlegen, ab, da wollte ich gar nicht hin, sorry. Das ist die Gewohnheit, dass man halt Freunde mitnehmen muss, wenn man gegen den Boss kämpft. Ich bin halt auch am Überlegen, ob ich heute noch ein bisschen Energie reinhaue und ob ich wirklich versuche, hiervon sogar zwei Epics zu, Epics sage ich schon, zwei Rüstungen zu craften. Aber habe halt auch dann wiederum das Problem, dass ich jetzt noch genug Epics habe, die ich aufleveln müsste eigentlich und so weiter und so fort. Ich denke, ich werde sowieso dann nachher nochmal eine zweite Aufnahme bringen heute und werde da dann halt so ein bisschen mal wieder einen Überblick machen, wie es eigentlich jetzt im Augenblick so um meine Charaktere hier auf dem PC steht, was noch zu tun ist, was noch zu lassen ist. Wäre ja vielleicht nicht das Schlechteste. Na toll, nicht mal Rockfedern. Ja. Was muss ich da noch alles töten? Ich meine natürlich, besiegen. Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass mit den Kindern im Haus, dass wir, meine Frau spielt ja auch gerne mal ein Computerspiel oder so, wo man halt auch sich mit anderen misst und dass wir halt dann irgendwann übereingekommen sind, wir besiegen die Gegner. Das bedeutet dann so viel wie, danach können die ja trotzdem noch irgendwas tun, ja, und wir bringen die nicht um oder sind sonst irgendwie fies zu denen, sondern wir besiegen die halt. Wir üben mit denen praktisch, damit wir besser werden und deswegen ist das alles nicht so schlimm.
Wobei wir natürlich auch versuchen, die Kinder möglichst von Spielen, wo es jetzt wirklich heiß hergeht, wegzuhalten. Aber die fragen halt trotzdem manchmal, ja, was machst du da? Und Knights and Dragons haben sie jetzt halt auch schon gesehen. Und ich finde jetzt die Grafiken nicht allzu hart, aber man muss denen halt auch erklären, dass es halt nur ein Spiel ist und dass wenn jetzt hier das Monster sich da auflöst, dass es ja wiederkommt, das ist ja nachher wieder da, also ist dem ja nichts passiert und so. Ich finde, das ist schon wichtig. Ich finde, es ist auch in Ordnung, wenn man den Kindern, wenn es nicht gerade blutspritzend ist, sowas zeigt. Man muss es ihnen aber auch erklären, muss halt mit den Kindern drüber reden, ja. Und ich denke, das ist das Hauptproblem heutzutage, dass halt ganz oft Kinder irgendwas vorgesetzt bekommen oder einfach irgendwas mitbekommen. Man redet nicht mit ihnen drüber, ja. Also meine Meinung. Ich bin kein Psychologe und bin auch bei weitem nicht das Ende aller Dinge. Aber ja, ich finde einfach, gerade auch kleine Kinder verstehen manchmal doch mehr, als man denkt, beziehungsweise können mehr erklärt bekommen, als man denkt. Muss ich mich selber auch manchmal an der Nase packen, weil ich dann auch manchmal denke, das brauchst du jetzt nicht zu erklären. Und dann fragt zum Beispiel die Tochter dann doch, was, wie, wo. Und dann merkt man, oh, es beschäftigt sie doch. Und vielleicht sollte man doch mal drüber nachdenken, ihr da Genaueres zu erklären. Bei verschiedensten Dingen. Ja, soweit zu den Erziehungstipps heute von Eid. Wenn Sie Probleme haben mit Ihrer Familie, wenden Sie sich an www.eid.de und /.com/yapes oder so ähnlich. Im Hintergrund hört man vielleicht auch gerade meinen Sohn singen. Ja. So, dann sind wir hier wieder beim Rock zum Besiegen. Ich glaube, ich höre auch, was die Treppe hochkommt. Vielleicht kommt mein Sohn sogar und möchte mir bei der Aufnahme Gesellschaft leisten. Ja, wieder nur die Dings. Oh Mann. Aber ich meine, die 3-Sterne-Rüstungen sind für mich insofern interessant, weil ich ja dann. Ich weiß nicht, wollt ihr das lesen? Ich klick's mal langsam durch. Ach nein, wir überspringen das. Also ich weiß nicht, ich lese die Quest schon länger nicht mehr. Auch als sie noch auf Englisch waren, da habe ich mir einen Spaß draus gemacht, die meisten zu lesen. Aber ja, eigentlich ist ja nur wichtig, was man tun muss. Ja, wieso und weshalb jetzt sich wieder das ausgedacht haben. Ja, ich finde, der Tiefgang ist da jetzt nicht so wichtig. Mighty Attappe, Schlagerottgott im C4-Plateau, Elite Brawlers, aha. Ja, vielleicht nehmen wir mal noch ein bisschen was mit. Hier haben wir zum Beispiel die Feuer Mystic Epic, die auf jeden Fall gut auf die Mütze bekommen würde, hätte man eine voll ausgerüstete Lilith Armor. Und meine damalige Lieblingsarmor, auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt, war ja die Flame Hunters Garb. Das war auch eine Wasser-Feuer-Rüstung. Und die war richtig toll. Also damit kann man echt viel anrichten. Die wäre zum Beispiel auch gut, die Lilith-Rüstung gegen die Druidik. Die ist ja Mystic Erde gegen die Mono-Mystik. Also, ich meine, ihr wisst, welche Elemente da anfällig sind gegen, ja. Einfach nur damit man es erwähnt hat, dass es halt ja eine gute Sache wäre, weil die was haben wir? Wir haben ja die Feuer-Luft-Rüstung noch als fusionierbare Epic. Die kann man natürlich dann auch verwenden, aber hat jetzt von den Werten her auch nicht so übermäßig viel. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich. Ah, ich kann es craften. Das ist ja cool. Ich bin ja so glücklich. Kommt da jemand rein oder kommt da niemand rein? Nein, kommt niemand rein. Ich dachte jetzt, kommt jemand, aber doch nicht. So. Ja, und auf jeden Fall finde ich einfach, diese Rüstung ist eine Überlegung wert. Werde ich aber dann jetzt noch in der zweiten Aufnahme für heute dann mal schauen, ob sich das wirklich lohnt und was ich noch an Epics habe, die ich aufleveln muss und so weiter und so fort. Hier kämpfen wir erstmal nochmal durch.
Vor allen Dingen ist halt auch Feuerwasser ist ja relativ anfällig, zum Beispiel gegen die, oh, schlag mich tot, auf jeden Fall gegen die Luftwasserrüstung, Epic-Rüstung, die ja auch jetzt mittlerweile fast jeder hat. Also man müsste eigentlich auch bei diesem Boss relativ weit kommen können. So, dass man ja vielleicht wirklich die 60 Mal in Angriff nehmen kann, ja. Gut, Energie ist aus. Leider im Augenblick keine Energie, Spardings, schade. Ja, hier die 40 wäre natürlich eine lustige Sache, aber eigentlich, ich habe mir auch vorgenommen, nicht mehr so viel Geld für das Spiel auszugeben. Ich habe jetzt in meinem Urlaub, habe ich mir gedacht, gut, ein bisschen was holst du dir an Gems und machst ein bisschen was und tust, weil halt auch im Urlaub es schwierig war mit den Quests und alles, ja. Aber, ja, ich möchte es jetzt mal nicht übertreiben, beziehungsweise muss man das halt dann auch irgendwann wieder zurückschrauben. Ja, so schön oder gern ich das Spiel mache, es ist irgendwann natürlich auch die Luft raus und wie bei den meisten Spielen irgendwann ist es dann halt auch so, dass wenn nicht mehr allzu viel Neues kommt, was ja im Augenblick leider die Tatsache ist, selbst wenn sie da mal ein paar Updates machen, wo sie ein paar neue Features reinbringen, eigentlich ja, müsste da mehr kommen. Finde ich, um jetzt langfristig halt auch User halten zu können. Ja, kann ich herstellen, super. Ach, der Dark Prince gibt uns, hab ich ja. Ja, irgendwie, wie soll ich sagen, der Dark Prince hat manchmal schon viel Humor. Ich weiß gar nicht, wie war das eigentlich genau. Ich habe auf dem Handy, glaube ich, dann das letzte Quest oder eins der letzten Quests gemacht, wo man ihn dann im Dark Kingdom, Darkness of Kingdom, Kingdom of Darkness so rum, kaputt machen muss und da hat er ja dann auch irgendwie ein paar Sprüche rausgehauen. Die habe ich mir tatsächlich auch mal durchgelesen, weil ich ihn von den Antworten her und von den Sprüchen her eigentlich noch mit am coolsten finde. Ja. Ja, diese ganzen Quests und alles, es gibt mittlerweile ja viele Let's Plays von Knights and Dragons, wo ihr euch auch dann halt wirklich die Quests alle in Ruhe nacheinander angucken könnt. Das, lief bei mir halt eher nebenher, beziehungsweise gar nicht. Aber man muss halt wirklich sagen, die Quests geben halt auch gut Belohnungen. Unter anderem auch Gems und alles. Also mach die auf jeden Fall mit. Ich bin da leider ein bisschen nachlässig, aber ihr solltet so mitmachen. Ihr seht auch, meine Arena-Energie geht hier wieder hoch. Ich bin im Augenblick auf dem PC gar nicht am Arena machen. Auf dem Handy habe ich mir es vorgenommen und mache das jetzt auch, dass ich da einigermaßen wenigstens weit komme, damit ich da ein paar Gems auch sammle. Wäre schön, wenn ich es am PC auch machen würde, aber ist jetzt halt nicht. Gut, okay, das war nochmal die Lilith praktisch jetzt hier und wie gesagt, die Elemente gefallen mir. Nett gucken tut's auch. Die Rüstung sieht jetzt auch mal nett aus. Ich weiß jetzt noch nicht, was er für eine Waffe in der Hand hält dann, aber ja. Also ich finde, die Rüstung ist okay. Ist auch nicht allzu ähnlich jetzt mit anderen Rüstungen. Ich meine, irgendwann können sie halt auch nicht mehr nur noch neue Rüstungen machen. Ich bin ja froh, wenn die Epic-Rüstungen sich ein bisschen unterscheiden, ja. Aber gut, das nur nebenbei erwähnt. Okay, ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Tschüss, bis dann, euer Eid.